Hallo, ich bin wieder da. Hier ist der Thomas von Tommy Canada's Mopedzimmer. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, doch ein bisschen wieder was geschafft diese Woche. War schön kalt draußen, minus 10, minus 15. Heute haben wir Samstagmorgen. Spätes Weihnachtsgeschenk. Also, jetzt kommt Folge 22. Gute Unterhaltung. Heute ist Dienstag, fast schon Ende Januar und es schneit draußen. Ja, endlich haben wir Schnee. Wir hatten ja noch ein bisschen über Weihnachten, Heiligabend hat es geschneit, aber seitdem gar nichts. Die Sommerreifen sind ja schon vom Auto runter, die Schneewerfmaschine steht bereit, aber habe ich noch gar nicht gebraucht. Aber heute soll es so 10 bis 15 cm geben und einen sehr guten Tag, um endlich mal mein Seekaffee zu bauen. Von Faller, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Ich habe es Ende Mai bestellt oder bekommen und ich hatte noch keinen Lime und ich hatte noch so viel auf der Anlage zu tun. Das war also nicht eine Priority. Heute machen wir es mal. Hat 227 Teile und ja, legen wir mal los. Okay, letzten Bausatz, den ich gebaut habe, war 1978. Schon eine ganze Zeit. Okay, ich mache das jetzt und ihr könnt dann mal weiterschauen in meiner Serie. Ich habe hier schon meine Bausätze vorgestellt, die alten. In drei Teilen wird das gemacht. Jetzt kommt Teil 3. Diese Bausätze habe ich alle geschenkt bekommen. Und wenn es euch interessiert, Teil 1 war Folge 17 und Teil 2 von meinen Bausätzen war Folge 18. Also, wir sehen uns gleich dann wieder mit dem Bausatz hier, im Seekaffee. So, dann haben wir noch so eine schöne Bahnhalle hier, eine Bahnhofshalle. Ist aber die falsche Epoche. Ich meine, nach Epoche, also wichtig ist sie ja nicht für mich, aber ich weiß nicht, die ist auch so groß. Schade ist das, aber ich weiß doch nicht, was ich damit anfangen soll. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Lokschuppen. Also super. Weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Genau wie die schöne Halle hier. Das ist auch die falsche Epoche, aber ist ja auch okay. Dann hier noch ein Lokschuppen. Auch schön. Und dann ein großer, ein Dreier. Ja, die Sachen sind einfach zu groß für meine Anlage. Falsche Epoche. Vielleicht kommt doch ein kleines Stück dahin. Mal sehen. Okay, mal sehen, ob das alte Biest noch startet hier. Leider hatte ich noch das alte Benzin drin. Mal sehen.
Letzte Woche haben wir eine Zentrale bekommen. Diese Woche werden wir mal mit den Kontaktleisen uns beschäftigen. Endlich! Hier sind wir im Schattenbahnhofbereich und der Plan ist, im Schattenbahnhof die Kontaktleise selbst zu bauen. Der Plan, wie gesagt, Kontaktleise, Einspeisungen sind ja schon hier und dann die Gleise befestigen und ja, dann kann ich einen Deckel drauf tun. Müssten ein paar Sachen noch auseinandergepflückt werden und derselben Zeit, wo ich das mache, will ich auch nochmal die Einspeisungen prüfen und wie ich das mache, da isoliere ich die, aber dann werden die Gleise getrennt, wo eine Einspeisung ist, zum letzten Mal, bevor der Deckel drauf kommt, zum Beispiel hier und dann stelle ich da eben meine Lok drauf, meine analoge Lok. 1976. Okay, prüfen wir mal. So, dann pflücken wir das mal auseinander hier. Hole ich mir die Kontaktleise, das Kabel anlöten will und so weiter und isoliere. Und dann sehen wir mal. Okay, jetzt bauen wir Kontaktleise. Also, Wire Stripper, wie das auf Deutsch heißt, habe ich keine Ahnung. Seitenschneider für die Kontaktleise, dass man die Laschen durchschneiden kann. Wenn wir löten, brauchen wir natürlich einen Lötkolben mit Lötzinn. Und zum Testen der Schienen, wenn sie fertig sind, auch so ein Messgerät, ganz gut. Und wir brauchen natürlich Kabel. Ich habe lila genommen. Man braucht nur ein Kabel vom Kontaktgleis zum Decoder hin. Und ich habe hier schon gelb für Licht, blau für Weichen, braun für Masse, rot für Bahnstrom, nehme ich also lila dafür. So, das wär's. Wir fangen jetzt also an. Ich suche mir ein paar Kontaktgleise raus. Man braucht natürlich auch noch die abzuisolieren, Laschen durchschneiden, löten und dann geht's weiter. Also wie gesagt 21 und dann danach kann ich die schon anlegen im Central Station. Jetzt geht's los. Wir bauen also jetzt ein Kontaktgleis. Ich habe auch schon einen Plan gemacht und wir bauen hier Schattenbahnhof, Ausfahrt, Kehrschleife, unsichtbarer Bereich und dann hier kurz bevor es aus dem Tunnel kommt, da kommt ein Kontaktgleis hin, da können wir mal schon mal abbremsen in dieser Blockstrecke. Das wird also K16 sein. Okay. So, zuerst müssen wir natürlich die Masse trennen. Mit Märklin-Gleisen hat natürlich mit Wechselstrom beide Gleise sind verbunden. Und das müssen wir eben trennen. Und das machen wir mit einem Seitenschneider. Das wird also auf beiden Seiten gemacht. Und so einmal und dann nochmal auf dieser Seite. Einmal so. So. Und das war Step Number One, den können wir mal testen. Kein Stromdurchgang. Gut. Und dann Kurzschluss, mal mit Bahnstrom verbinden. Und im Gleis auch kein Kurzschluss. Also das war das Erste. Und das Zweite ist dann auch ganz einfach. Wir löten ein Kabel an. Das geht von der Seite, die wir aufgetrennt haben. Entweder hier oder hier wird an die Lasche angelötet. Ich habe mir schon ein Kabel zurechtgeschnitten, abisoliert und das machen wir jetzt. So, und dann drittens, natürlich müssen wir das Kontaktgleis abisolieren, dass es keine Stromversorgung bekommt von den Gleisen daneben auf jeder Seite und das machen wir natürlich auf der isolierten Seite und da wird Artikelnummer von Märklin 74030 draufgesetzt. Hier habe ich es schon gemacht, da und auf der anderen Seite geht das nicht, das müssen wir auf der nächsten Schiene machen. Ist doch ein ganz bisschen mühselig, die drauf zu kriegen, aber mit einer
kleinen Sanger geht das ganz gut. So, jetzt stecken wir das zusammen. Dann ist also alles isoliert hier. Also das Kontaktgleis von hier bis hier. Schau mal, was ich gebaut habe. Ich habe eine Schublade gebaut. Hätte ich nie gedacht. Hier ist mein Laptop für iTrain. Und daher baue ich natürlich die ganzen Kontaktgleise, also Belegmelder. Und wenn ein Zug drauf fährt, dann wird was ausgelöst in der Zentrale. Und da kann man andere Ereignisse auslösen, natürlich Signale schalten, Weichen schalten und so weiter. Und ja, es wird gut sein. Ich kann hier eine Maus hin tun, vielleicht auch ein Bier. Hier kommt meine Zentrale hin, auch eine Schublade muss ich noch bauen. Ist doch gut. Ja, langsam voran. Also, heute ist Mittwoch. Fallertime hier in Kanada, Bad Dürheim, Kanada. Ja, wir bauen natürlich unseren Bausatz 130505. Wie er das macht, eine ganz schöne Fummelerei. Sieht man das kleine Fenster hier? Da habe ich also hier so Folie zurechtschneiden müssen. So 3 mm mal 3 mm. Also totaler Respekt für den Markus. Ja, jetzt geht's weiter. Es ist natürlich ein Bausatz, der hat Plastikteile und auch Lasercut-Teile aus Holz. Dafür brauchen wir natürlich Plastikkleber und Lasercut-Kleber. Und auf der Packung steht drauf, in Originalpackung nicht länger als 12 Monate halten. Okay. Hinten steht drauf November 2016. Ist hier ganz neu. Ja. Mal gucken. Keine Ahnung, was mein Fachhändler da auf Lager hat, aber bestimmt viele. Oder irgendwo haben sie das gefunden auf dem Fußboden. Der Fachhändler aus Detmold. Okay. Fenster putzen. Ich dachte, ich habe genug hier in meinem eigenen Haus. Ist ja okay. Okay, Mann, entweder muss ich jetzt mal eine Pink Floyd Platte auflegen oder wir gehen mal in die frische Luft. Ich glaube, wir gehen mal in die frische Luft. Okay, bis bald.
mache jetzt also weiter mit den Überwachungskameras. Das war's aber wieder mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken, hier oben auch. Und dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn die nächste Folge kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr seid noch hier. Alles fertig. Hau ab. Nichts mehr zu sehen hier.